In Weißenfels in Sachsen-Anhalt versucht die Stadt seit Jahren, ihr kleines Hallenbad zu sanieren. Eine lösbare Aufgabe, möchte man meinen. Aber wegen Planungsfehlern und Baumängeln sind alle Arbeiten gestoppt und 3,2 Millionen Euro bereits versenkt. Und weil keiner weiß, ob das Schwimmbad überhaupt noch mal eröffnet wird, müssen alle Fördermittel samt Strafzinsen zurückgezahlt werden. Insgesamt 1,78 Millionen Euro. Die Menschen in Weißenfels sind stinksauer. Eine große Schweinerei, finde ich das. Weil hier so viel Geld reingeflossen ist, dass sie das gemacht haben. Die haben gebaut, die haben gemehrt und dann auf immer Schluss. Keiner will dafür verantwortlich sein. Ich finde es eine bodenlose Frechheit. Ich finde es traurig, dass ich nicht mehr mit meinen Kumpels und Freunden hier schwimmen kann und trainieren kann. Das Weißenfelser Hallenbad, DDR-Modelltyp Anklam, wird 1969 gebaut und erfüllt jahrzehntelang seinen Zweck. Im Herbst 2020 beginnt die Stadt mit der Sanierung. Der Plan, das Gebäude soll erhalten und die Energieeffizienz verbessert werden. Doch schon kurz nach Baubeginn gibt es erste Probleme. Im Oktober 2022 stellt dann ein Gutachter gravierende Mängel bei der neuen Heizung und Lüftung und bei den neuen Sanitäranlagen fest. Die Arbeiten werden gestoppt. Seitdem ist hier nichts mehr passiert. Für den Weißenfelser Schwimmverein geht es mittlerweile um die Existenz. Wir haben ungefähr 40% unserer Mitglieder verloren. Ganz klar, wir haben in Weißenfels immer kein Domizil mehr zum Trainieren, zum Wettkämpfe ausrichten. Und ja, jetzt müssen wir eben lange Wege auf uns nehmen, um überhaupt dem Schwimmsport noch nachzugehen. Wer ist schuld am Millionendesaster? Im Weißenfelser Rathaus lässt das der neue Bürgermeister prüfen. Und weiter heißt es schriftlich: Die Kommunalaufsichtsbehörde des Landes Sachsen-Anhalt führt derzeit eine verwaltungsinterne Prüfung durch. Untersucht werden mögliche Versäumnisse im Verwaltungshandeln. Vielen Bürgern reicht das nicht. Sie haben Angst, dass ihr Schwimmbad eine Bauruine bleibt. Ich finde das einfach nur schlimm, dass bestimmte Leute das in Sand gesetzt haben, vielleicht nicht mehr haftbar gemacht werden können. Das ist ja nun keine Raketentechnik, ne, ein Schwimmbad zu sanieren. Und dass da so eine Panne passiert ist und das so dermaßen schief geht, das kann, glaube ich, kaum jemand hier verstehen. Laut einer neuen Machbarkeitsstudie soll es sage und schreibe noch mal 7 Millionen Euro kosten, um das Hallenbad fertig zu bauen und zu retten. Ob und wie es hier weitergeht, muss der Stadtrat nächstes Jahr entscheiden.